Auto und Rallycross auf dem Mediasport Channel wird präsentiert von Sadev Gearboxes bei Peters Autosport, Emming Motorentechnik, Motorsport Behringer Rally Raid und Autocross, Airpower Autosportartikel, JVDC Metallbewerking und dem Autohaus Hennersdorf aus Kupschütz, jetzt auch mit Peugeot. Tja, servus und herzlich willkommen, liebe Autocross-Freunde. Alpha Racing Cup stand auf dem Programm Anfang Juli. Wir waren dabei mit der Kamera und wie man sieht, herrlichstes Rennwetter, eine tolle Strecke, gute Laune überall. Ja, und der Chef Ladislav Hanák sagt, die Europameisterschaft ist leider abgesagt in diesem Jahr. Und wir haben ganz viele Kunden, die natürlich auch keine Rennen fahren können. Und so haben wir versucht, dass wir irgendwie eine Möglichkeit finden, unsere Autos einzusetzen und diesen Cup ins Leben zu rufen. Nachdem die Franzosen gesagt haben, genauso wie die Stubbe und die anderen, dass sie wohl mitmachen würden, haben wir dieses Rennen organisiert. Das kann ein ganz ordentliches Rennen geben. In Kooperation mit Humpolek haben wir diese Strecke präpariert. Genauso mein Kollege Marek Stukal war mit dabei und wir werden heute Abend sehen, wie glücklich die Fahrer mit diesem Event sind, und wenn das für alle gepasst hat, dann werden wir sicherlich auch noch ein weiteres Event organisieren. To je první vlaštovka, kdy bude další? Těžko říct. Možná budeme víc vědět dneska večer, potom ať můžeme nějakým způsobem zhodnotit, jak ten závod proběhl, jestli se to líbilo divákům, jestli se to líbilo zákazníkům, a pak uvidíme dál. So, einige Zuschauer waren natürlich auch da, einige viele. Die Regeln, die Corona-Regeln in Tschechien sind da etwas gelockert, aber alle haben sich schön an die Spielregeln gehalten und das ist natürlich super. Bernd Stubbe nachdenklich, ja, der hat lange nicht mehr im Auto gesessen, der wusste gar nicht mehr, wo die Knöpfe und das Lenkrad waren. Aber schauen wir mal, da hat es gleich noch ein bisschen Tête-à-Tête gegeben und das haben wir alles im Bild. Ja, auf der Strecke die Junior-Buggies natürlich auch, und da haben wir einen ganz jungen Mann aus den Niederlanden, bärenstark dieser junge Mann, Thies Kovac, und der möchte hier ein bisschen ausprobieren, möchte im nächsten Jahr die Europameisterschaft fahren. Die haben einen Motor schon zerstört, den Rennmotor, sind jetzt mit einem Serienmotor da. Aber für das Auto, für diesen neuen Junior-Buggy von Hanák, reicht das auf jeden Fall. Und der fühlt sich pudelwohl. Und er möchte in diesem Jahr sicherlich noch viele Rennen in Tschechien fahren und im nächsten Jahr auf jeden Fall die Europameisterschaft. Und ich glaube, da können wir mal gespannt sein. Der hat's in sich. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall schon mal versprechen. Jakub Novotný. Ja, der zeigt uns ein Herzchen. Der freut sich auch, dass es wieder losgeht. Genau wie alle anderen auch. Und wenn ich mir diese Masse an Junior-Buggies alleine aus dem Hause Hanák, also Alpha Racing, anschaue, das ist absolut beachtlich. So, dann ging's los. Hier muss man echt aufpassen, dass man mit den Namen nicht durcheinander kommt. Aber vorne, das ist dann einer, ja, den wir natürlich kennen. Das ist Jakub Novotný. Und einer fällt gleich aus, Daniel Püttlün. Schade, schade. Der will ja in diesem Jahr auch wieder, oder wollte in diesem Jahr ja auch durchstarten. Jetzt ist es ein Testjahr für ihn. Und schauen wir mal. Auf zwei ist Tin Jaspers und der Philipp Durt dann dahinter. Dann der Thies Kovac schon auf der 4. Und ich glaube, wir können sagen, diese Junioren, die sich da jetzt hier messen in Humpolek, die fühlen sich pudelwohl. Und diese Autos scheinen sehr gut zu fahren zu sein, liegen in der Regel alle sehr gut. Und hier kann man richtig viele Kilometer machen, kann ganz viel lernen für eine Karriere in diesem wunderbaren Autocross-Sport. Ja, optisch legen sie mittlerweile auch alle sehr, sehr viel Wert auf den Aufbau ihrer Autos und das muss auch so sein. Mit dabei auch der junge Malon Foyard, der Sohn von Johnny,
der das erste Mal außerhalb von Frankreich fährt und einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Da ist es passiert. Novotny gewinnt und er sagt, ich bin total glücklich, dass ich gewonnen habe. Das Rennen war sehr gut, der Track, also die Strecke genauso gut. Es war ein sehr, sehr guter Test für das Porridge Race. In der letzten Runde oder in der letzten Kurve eigentlich, muss ich sagen, habe ich mir meinen rechten Hinterreifen zerstört. Der war dann platt. Aber Gott sei Dank war es halt eben in der letzten Kurve und so konnte ich mich dann noch ins Ziel retten. Und darüber bin ich sehr glücklich. Da steht er auf dem Podium, da steht er auf dem Treppchen. Mit ihm die Kollegen Sten Jaspers und Philipp Durt. It feels very nice to be so, back den kennen wir auch noch, ne? Jus Grenches. Also er ist froh, dass es wieder losgeht. Hat sich ziemlich mies gefühlt ohne Autorennen. Und er hat ein neues Auto gebaut und sagt, also die Strecke ist auch sehr, sehr gut, aber er hat natürlich ein bisschen wenig Power. In der Nennung steht, dass er mit einem Suzuki 1300 fährt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber übermäßig Power hat er nicht. Und Wolter fragt dann noch, Mensch, du warst zuletzt mit deinem Vater im Junior Buggy, im Super Buggy unterwegs und dann auf einmal nicht mehr. Was war los? Und er sagt, ja, wir hatten im Team ein bisschen Stress und jetzt mache ich halt mein eigenes Ding und ich bin froh und möchte auch Danke sagen an alle Sponsoren, an alle, die an mich geglaubt haben und die mir dieses Projekt ermöglichen. Ja, dann fragen wir nach, willst du in Porridge auch fahren? Und er sagt, ja, wenn das hier erfolgreich über die Bühne geht, dann möchte ich schon dabei sein. Und ja, für hier hat er sich vorgenommen, natürlich wie immer, einfach mal zu gewinnen. Schauen wir mal, Markus Wibbler, ebenfalls dabei. Und die Startnummer 128, Tadvydas Urba. Sein Auto sieht jetzt mal ein bisschen anders aus. Er hat es ein bisschen umlackiert und dann ging's los. Nico Spindeldreher sehen wir da in der zweiten Reihe. Der war auch mit dabei. Genauso wie der Sascha Baumgartner, der Schweizer. Und so geht's dann los. Also Urba jetzt erstmal vorne, dann Wibbler, dahinter Baumgartner und dann Spindeldreher. Und Grenchis wühlt da auch noch mittendrin herum. Ja, Nico Spindeldreher lässt etwas abfallen im Moment. Jus Grenchis macht einen soliden Job. Also sein Auto ist sicherlich nicht so übermotorisiert, dass es vor Kraft nicht laufen kann. Aber es ist okay. Aber vorne da sind zwei, die haben reichlich Power. Der Tadvydas Urba mit den beiden Motorradmotoren natürlich auf jeden Fall. Und auch Markus Wibbler, der ja den Emming 1600 vor Duratec-Motor einsetzt. Aber hier sehen wir es, ein gewisser Respektabstand ist da und Urba macht einen tollen Job. Punkt. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Aber zu diesem Zeitpunkt waren noch 6 Runden zu fahren. Und da sind die Driftwinkel dann noch ein bisschen heftiger geworden, wie wir sehen. Also die drücken alle ganz tief durch. Und bei Markus Wibbler scheint es so, dass er sich da einen Plattfuß eingefangen hat. Und deshalb ist es dann plötzlich auch Jus Grenchis, der da mit nach vorne kommt. Denn auch mit Urba scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ja, da ist es Baumgartner, der auch noch mit vorbeifährt an Wibbler. Und dann kommt auch der Nico Spindeldreher wieder ran. Ja, da ist es um Urba auch geschehen, da sehen wir es. Und da ist Baumgartner im Moment dann vorne. Also richtig viel los, aber... Da war Jus Grenchis als erster durchs Ziel. Also Grenchis gewinnt vor Baumgartner. Es hat sehr, sehr gut angefangen eigentlich. Ja, Zeitrennen war Dritter. Wir haben viel ausprobiert mit den neuen Reifen von den Cooper. Wir haben viel mit dem Fahrwerk gearbeitet. Im Finale konnte ich leider den Start nicht gewinnen. Und dann war ich auf 2 hinter Urba. Aber ja, dann haben wir parallel oben ein großes Loch getroffen. Und ja, dann war der Reifen leider runter. Und ja, mit dem Plattfuß kann man nicht mehr so viel anfangen. Gut Test for you? Ja, sehr gut. Wir haben viele Erfahrungen jetzt schon gesammelt mit den Cooper Tires. Wissen, dass wir durchaus noch ein paar Sachen ändern müssen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. In Srivik ist Porici and there is more than 30 cars. Ja, Porici ist jetzt so das nächste, was wir planen. Wir haben jetzt nächste Woche noch in Deutschland ein Rennen in Oschersleben und danach werden wir auch nach Porici fahren. Und ja, ganz viele aus IM haben sich da angemeldet, Cobras und alle möglichen. Und ja, da ist der nächste Test geplant. So, dann wollen wir mal zu den Superbuggies gehen. Bernd Stubbe dabei, hier mal vor dem Feld, vor Yard dabei. Ja, wir fahren zum ersten Mal dieses Jahr. Lange Pause gehabt wegen Corona, aber ja, dank Ladislav, dank Alpha Racing dürfen wir wieder fahren, endlich mal wieder ein Rennen. Ja, ich finde das mega, dass man sowas auf die Beine stellt.
mal Alpha Racing, was die da machen, ein ganzes Rennenplan für die Kunden. Hut ab, also wirklich schön. Dann bedanke ich mich auch nochmal für, dass wir fahren dürfen und ja, das macht riesen Spaß hier zu fahren. Hier ist immer schön und ein schöner Test für Porici. Ja, macht einfach wieder Spaß, in den Auto zu sitzen. Plans for this season, what is plan? Erstmal fahren wir Porici und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ob ich das ganze Jahr in Tschechien fahre, weiß ich noch nicht. Natürlich auch immer viele Kilometer für uns, jedes Mal nach Tschechien hinfahren. Aber mal schauen, erstmal Porici fahren und dann, wenn wir dann gut sind, dann mal schauen, was kommt. Porici will be small European, not small, European race, 35 cars now. Ja, super, also es ist wie an die M-Lauf in Opaca oder so oder wie in San Giorgio, egal wo, es ist richtig, richtig viele Autos. Das ist halt schön, ne? In Tschechien darf man noch Reifen fahren, die man möchte, die man Sprit, den man möchte. Also das ist richtig Autosport, so wie ich das liebe und so wie das eigentlich sein soll und wird uns nichts vorgeschrieben, was wir zu tun haben. Na, klare Aussage und klare Ansage, wie immer von Bernd Stubbe. Das kennen wir ja schon. Aber es waren natürlich noch andere da. Ja, unter anderem Radek Jordák, der hat ganz viel getestet. Wir haben das auf Mediasport schon gesehen, ist gut unterwegs. Und der sagt, also mein Auto ist im Moment perfekt und die Strecke ist genauso perfekt. Hier sind sehr, sehr viele gute Autos und ja, das ist gut für mich, um meinen Speed auch ein bisschen einzuschätzen. Denn wenn du alleine auf der Strecke bist, bist du eigentlich immer schnell, weil dir der Vergleich fehlt. Aber ich muss natürlich sagen, mein Home Race, mein eigenes Rennen beginnt in 3 Wochen in Porici. Das ist mein Home Track, meine Heimstrecke und ich möchte da unbedingt aufs Podium, vielleicht sogar dort gewinnen, aber das wird sehr, sehr, sehr schwer. Aber es haben sich im Moment 33 Superbuggies angemeldet, die sind genannt und das wird ein ganz, ganz heißer Tanz. Ja, das werden wir mit der Kamera dann natürlich beobachten, ist doch klar. Erwins Grenčis. Ja, dieses Rennen ist für mich ein großer Testtag. Ich bin total glücklich mit dem Tag, weil wir viele Dinge gefunden haben mit den neuen Reifen und noch andere Dinge. Mein Plan ist, in diesem Jahr die tschechische Meisterschaft zu fahren und dann perfekt vorbereitet zu sein für die Europameisterschaft 2021. Vielen, vielen Dank an Ladislav Hanák für dieses Rennen. Das ist also eine riesige Nummer hier, das gefällt mir total gut. Ich werde auch in 3 Wochen in Porici am Start stehen, selbstverständlich. Und dann habe ich also noch eine Überraschung, denn der Europameister von 2000, Rubis Traubergs, wird mein zweites Auto fahren und das wird sicherlich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte werden. Потому что сейчас Латвии уже сказали, что с Чехии, как мы будем ехать до дому, будет карантин. Но думаю, что мы как-то этот карантин обойдем и будем опять обратно в Чехии. Уже буду ехать 2 багги. На моем старом багги приедет чемпион, европейский чемпион 2000 года Уди Страубергс. Посмотрим, как это будет. Очень интересно. Genau so ist es. Also der hat sich vom Charakter her nicht verändert, das kann ich schon mal sagen. Sie werden gleich wissen, was ich meine. So, Johnny Foyat, ja, der ist das erste Mal hier mit seinem Auto. Er sagt, ja, die Strecke hat absolut EM-Niveau. Das ist total schön hier, gefällt mir gut, das ist sehr schnell. Und von daher fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich nutze das natürlich als Test. Und ich kann nur sagen, das funktioniert bislang prächtig. Ich habe allerdings ein paar thermische Probleme mit einem meiner beiden BMW-Motoren. Er hat ja 2000er BMW-Motoren eingebaut, denn der überhitzt ständig und wir müssen sehr viel Wasser nachfüllen und der hat auch nicht volle Leistung. Mein Sohn Malon fährt das erste Mal außerhalb von Frankreich und der macht das sehr, sehr gut. Und im nächsten Jahr wollen wir zusammen die Europameisterschaft fahren.
So, Kollege Tenier, der sagt, im Winter haben wir ein bisschen was geändert. Ich bin jetzt auch in der großen Klasse, denn er hat das Auto von Johnny Foyat mal getestet und war völlig überrascht, wie das geht mit 2000er Motoren. Und deshalb ist er halt gewechselt und er möchte in diesem Jahr noch ein paar Rennen in Frankreich fahren, ein paar regionale Rennen. Und ihm gefällt es hier halt auch, der Track, die Strecke ist für ihn sehr, sehr gut. Ja, die französische Meisterschaft ist halt gecancelt, da geht nichts dieses Jahr, deshalb wird er ein paar Regio-Rennen fahren. Und dann wird er mal gucken, was im nächsten Jahr, mal schauen, was er dann so fährt. Vielleicht kommt er wieder in die Europameisterschaft, geplant ist es im Moment nicht, vielleicht die französische Meisterschaft wieder, aber da muss man einfach mal sehen, was da so geht. Und nochmal angesprochen auf den Klassenwechsel zu den Super Buggy, da sagt er, es ist einfach nur super, weil du hast immer und überall Power und das macht einen riesen Spaß. So, Florent Tafani sehen wir da, der ja das baugleiche Auto von Bernd Stubbe auch hat. Ja, er sagt auch nochmal Danke an Alpha Racing, dass sie diesen Event organisiert haben. Ja, es ist schön, also er hat sehr viel Spaß. Ja, sie wollen halt an ihrer Performance arbeiten, denn sie fangen ja mehr oder weniger erst noch an mit diesem Auto. Also ein paar Rennen in Frankreich möchte er noch fahren, so Regionalrennen, weil die französische Meisterschaft ja abgesagt ist. Aber sie wollen sich perfekt vorbereiten für nächstes Jahr, denn da möchte er im nächsten Jahr das ganze Jahr dabei sein und wie gesagt dann mit einem perfekten Auto am Start stehen. Ja, und der Speed, liebe Zuschauer, das kann man hier deutlich sehen, der war enorm. Alle haben sich natürlich gefreut, sich endlich mal wieder austoben zu können. So, Gais Kovacs, Super Buggy. Ja, der ist früher den Suzuki-Doppelmotor gefahren von René van der Koelen. Und jetzt hat er einen Hanak natürlich, sonst wäre er nicht da, mit einem Mitsubishi Turbo. Und da hat er halt gewechselt. Und hier sehen wir ihn auch und das Auto sieht sehr schnell aus, sagt mein Kollege Wolter. Und er sagt, ja, das ist auch so. Und er muss halt eben Kilometer sammeln, er muss trainieren ohne Ende, dass er das hinbekommt. Er mag diese Strecke übrigens auch sehr, weil er sagt, in den Niederlanden haben wir diese Strecken nicht, diese Berg- und Talbahn. Da geht es dann mehr oder weniger auf einer Ebene immer zur Sache, dazu meistens mit ganz viel Sand. Aber er muss im Kopf da einfach noch ankommen in diesem Auto und auf diesen Strecken auch. Und er sagt also, ich will auch nach Porici fahren. Und das Auto gibt das auf jeden Fall her und so möchte er auf jeden Fall auch dabei sein. So you maybe will drive more races of Czech Championship this year? Ja, und sie möchten die tschechische Meisterschaft in diesem Jahr auch fahren, sie möchten halt trainieren für das nächste Jahr. Und so viele Rennen wie möglich, ich habe das schon gesagt. Und dann im nächsten Jahr in die Europameisterschaft. Und da bin ich mal sehr gespannt, was der mit diesem Auto dann im nächsten Jahr anstellen kann. So, Mario Hanneken sehen wir hier noch, der war auch dabei. Da gibt es noch ein paar Anpassungsschwierigkeiten, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann ging's los. So, jetzt gibt's mal den ersten Start. Und da ist die erste Reihe mit Johnny Foyat, mit Bernd Stubbe. Und daneben müsste Kollege Grenches dann auch stehen. Ja, hier bauen sie sich noch auf. Alle sind sehr, sehr gut vorbereitet. Gerade der Johnny Foyat hat einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. So, Bernd Stubbe gewinnt mal den Start, dann Foyat. Grenches dahinter. Und da kommt Tenier so ein bisschen ins Rad mit dem einen oder anderen. Roman Polak ist auch dabei, der ja den Skoda 1,6 Turbo aus der Rallye R5 einsetzt und das Ding geht richtig gut. Dann ist da Boris Vatsulik dabei, der hinter Radek Jordak ist. Dann haben wir Richard Todt auch mit der 17. So, Bernd Stubbe setzt sich ein ganz klein bisschen ab und schauen Sie sich mal den Speed an hier in der Kurve. Die Driftwinkel sind atemberaubend, liebe Zuschauer. Das ist ein Traum, da zuzuschauen. Da geht einem das Herz doch auf nach einer so langen Zeit ohne Autocross.
und Power haben die alle. Die verschiedenen Motorkonzepte funktionieren fast alle offensichtlich auf dieser Strecke. Und deshalb kann man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen, wer wird denn der Champ. So, Radek Jordak muss sich verabschieden, kann nicht mehr mitfahren. Bernd Stuber hat sich jetzt schon ein bisschen abgesetzt. Foyard dahinter, dann Grandjes. So ist es. Und dann gibt es ein Feuer. Dann gibt es ein Feuer bei der Startnummer 17. Und der Richard Todt, der Ungar, der mit einem 2,1 Liter VW Turbo unterwegs ist, der muss dann aufhören, da muss er die Rennleitung natürlich abbrechen und dann gibt es einen Restart. Ja, hier gibt er Daumen hoch, also alles in Ordnung. Und dann der Restart und jetzt Achtung, was da passiert. Da ist der Erwin Grandjes, der versucht Stuber abzudrängen und tut das auch in die Mauer. Das war nicht ungefährlich, das muss man jetzt mal sagen. Puh, und da kann man sagen, das geht hier zwar nur um die goldene Ananas, aber ich glaube, wenn ein Grandjes einen Stuber neben sich hat, dann setzt er das ein oder andere vielleicht aus. Aber alle haben es gesehen, alle können es sich nochmal anschauen und jeder kann sich seine eigene Meinung dazu bilden. So, Nutznießer von dieser Aktion, das muss man sagen, das ist Martin Rubi. Den hat ja noch nie einer auf dem Schirm gehabt. Der hat sehr gutes Material, fährt einen 3 Liter Volvo und hat noch nie ein Rennen gewonnen. So, der fährt vor Johnny Foyard und den musst du erstmal hinter dir lassen. Das ist, weiß Gott, gar nicht einfach. Radek Jordak dann auf der 3, Roman Polak auf der 4. Und so geht's dann weiter. Ja, Wojtek kommt mit der Kamera fast gar nicht nach, so schnell sind die. Ja, tolle Strecke, hier sieht man es auch. Mit Sprunghügel, mit allem, was das Herz begehrt und in einem Top-Zustand. Oh, dann verliert Johnny Foyard sein Hinterrad. Und damit ist der natürlich auch raus. Tja, Rubi kann es nur recht sein, denn der fährt vorne auf und davon. Den sieht dann keiner mehr. Genauso ist es. Macht einen tollen Job, bewegt das Auto spielerisch um den Kurs. Und da ist das karierte Tuch und da ist es passiert. Da gewinnt er, der Martin Rubi. Radek Jordak wird Zweiter und Roman Polak fährt auf die dritte Position. Tja, Martin Rubi ist total glücklich. Es ist sein zweiter Start in Humpolek im Superbuggy und das war großartig. Ich bin total glücklich. Wobei ich sagen muss, der Crash von Stube und Grandjes hat mir in die Karten gespielt, aber das Auto ist fantastisch und mein Speed war auch gut. Es ist mein erster Sieg in einem Superbuggy und das Wochenende ist super. Tja, mit diesen Bildern, liebe Zuschauer, verabschiede mich. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Andreas Flasser. Auto- und Rallycross auf dem Mediasport-Channel wurde Ihnen präsentiert von Sadev Gearboxes bei Peters Autosport, Emming Motorentechnik, Motorsport Behringer Rally Raid und Autocross, Airpower Autosportartikel, JVDC Metallbewerking und dem Autohaus Hennersdorf aus Kupschütz, jetzt auch mit Peugeot.